Hallo und willkommen zurück zu Voxel Tycoon aus dem Hauptmenü, nicht wundern, denn wir sind, sieht man das, hier müsste man es, man sieht es nicht wirklich, da unten in der Ecke, warte, ich blende mich mal aus, steht es, wir sind in Version 0.77 angekommen, es gab mal wieder ein Update, nicht so wahnsinnig viel Neues, mal wieder zwei neue Sprachen. Ich weiß nicht, was die Entwickler eigentlich vorhaben, ob wir jetzt erstmal alle Sprachen der Welt aufnehmen wollen und dann vielleicht mal was zum Spiel gibt, aber keine Ahnung. Es gab tatsächlich auch mal was Praktisches Neues, allerdings nicht für dieses Let's Play, denn das betrifft neue Welten. Es gibt jetzt hier zwei Sachen, das eine ist Mods, da kann man dann wahrscheinlich sagen, welche Mods man einstellen möchte und welche nicht für das jeweilige Spiel. Dann sind die nicht mehr global, sondern auf das jeweilige Spiel bezogen. Und man kann jetzt an der Welt Einstellungen vornehmen. Man kann zum Beispiel hier sagen, ich hätte gerne eine 50% kleinere Regionengröße. Ich vermute jetzt einfach mal, das liegt dann, oder das ist dann, es ist ja theoretisch unendlich groß. Ich gehe mal davon aus, dass die Regionsgröße dann die kleinen einzelnen Regionen sind, die man sich eben dazu kaufen kann. Das heißt, die sind dann nur noch einen halben Quadratkilometer groß oder andersrum, die sind dann halt einfach anderthalb Quadratkilometer groß. So, dann kann man hier noch die Höhe der Berge einstellen oder, nee, nicht die Höhe, ich weiß es nicht. Entweder die Höhe oder die Häufigkeit von Bergen. Also entweder doppelt so hoch oder doppelt so viele oder halt gar keine. Dann Anzahl oder Größe der Flüsse. Ich vermute mal, es ist die Anzahl, weil wenn ich hier auch sage off, dann will ich gar keine haben. Und die Bepflanzung, die ja sehr karg ist meistens. Da hätte ich zum Beispiel jetzt für unser Let's Play einfach mal so gesagt, hier very high. Einfach mal doppelt so viel Pflanzen. Ja gut. So, ansonsten, da gab es nichts Neues. So direkt zum Spiel, ist, ich meine, es gab bestimmt Bugfixes und sowas. Aber sei es mal drum. Tja, zum Let's Play, was gibt's da Neues? Ich habe tatsächlich, ich gebe es ja zu, es tut mir eigentlich nicht leid, es ist halt so, ich habe zwischen den Aufnahmen ein bisschen selbst weitergespielt, hauptsächlich um Sachen zu machen, die ich im Let's Play ungern mache, weil das einfach nur Zeit kostet und ich möchte ungern einfach so Folgen schinden. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe die ein oder andere Forschung in Auftrag gegeben, ist jetzt nicht, also das läuft halt nebenher. Habe ich aber im Let's Play immer vergessen zu machen. Und ich hau hier mal direkt die Pause rein. Und ich habe so ein bisschen unseren Fuhrpark noch modernisiert, quasi. Also gerade was irgendwie hier noch an Zügen unterwegs war mit alten Anhängern, habe ich reduziert und angepasst so auf quasi die Menge, die Städte gerade haben wollen. Und jetzt muss ich gleich direkt einfach mal was schauen. Habe ich nämlich vor der Aufnahme nicht mehr getan. Mir wurde unter einem der letzten Folgen ein Hinweis gegeben, dass das mit der einen Holzproduktion nicht so richtig hinhaut. Und da erstmal vielen Dank für die aufmerksame Zuschauerschaft. War mir zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen, ist mir dann aber aufgefallen, als ich zwischen den Folgen weitergespielt habe. Und das ist jetzt das Ergebnis. Ich habe hier nochmal ein bisschen ausgebaut. Das reicht jetzt gerade so, dass die beiden hier quasi nicht mehr hinterherkommen. Aber dafür füllen sich jetzt hier wieder alle Lager. Also das passt erstmal wieder. Das wird wahrscheinlich nicht lange passen, aber wie gesagt, fürs Erste soll das mal gut sein. Habe ich ansonsten, oh Gott, ich bin so ein bisschen, ich habe hier dran rumgebastelt. Und zwar habe ich angefangen, ich glaube, ich habe noch keinen Zug. Das wollte ich, glaube ich, jetzt machen. Ich muss mal gucken. Ist ein bisschen chaotisch gerade. Aber wir bringen da jetzt wieder eine glatte Linie rein. Das ist halt immer so, wenn man zwischen den Aufnahmen was macht und dann vergisst, was man gemacht hat. Ich habe hier versucht, die Kohle nach da per Zug zu bringen. Die haben wir ja bisher per LKW gebracht. Da habe ich mir gedacht, komm, was soll's, kann man auch per Zug machen. Hier fehlt übrigens noch ein Alter rum, fällt mir gerade auf. Naja gut, habe ich nicht alle getroffen. Es fehlt halt immer noch, wisst ihr, statt dass sie mal Slowakisch und Thailändisch als Sprache ins Spiel integrieren, könnten sie gerne mal hier irgendwo
Muss auch nicht schön sein. Einfach irgendwo oben so ein Button, wo man draufklickt, aktuelle Züge. Und dann daneben dran Gewinn im aktuellen Jahr, Gewinn im letzten Jahr und weiß ich nicht, ob er gerade fährt oder steht. Das wäre, so wie es bei Transport-Tycoon ist, wäre so super genial. Dann wüsste ich sofort, welche, oder halt für Züge, für LKWs und so weiter. Dann wüsste ich sofort, unprofitabel, profitabel, müsste ich anders bauen, ist zu alt, wie auch immer. So muss ich jetzt hier quasi, weil wir haben jetzt schon eine recht ordentliche Größe von unserem Streckennetz, mit, ich habe gar keine Ahnung, wie viele Zügen, aber bestimmt über ein Dutzend. Ich komme da nicht mehr, also das kann ich mir nicht merken, sorry. Theoretisch müsste ich tatsächlich den Zügen Namen geben, weil ich ansonsten nicht mal weiß, wenn ich jetzt hier mitten auf der Strecke den Zug erwisch. Ich habe keine Ahnung, wo der hin... Ja gut, okay, es steht hier dran. Oh ne, der Sandkasten zu Haynes South. Aber ich muss auf die einzelnen Züge draufklicken, das finde ich ein bisschen doof. Aber ja. Also ich, wie gesagt, ich bin so ein bisschen... Die Prioritätensetzung bei den Entwicklern verstehe ich nicht ganz, aber es sind wohl nur zwei Entwickler. Das Spiel scheint recht gut einzuschlagen, sozusagen. Es dürften sehr viele Leute spielen, entsprechend auch sehr viel, was hier passiert und was an Bug-Reports berichtet wird. Und jeder findet irgendwas anderes wahnsinnig schlimm, was sofort gefixt werden muss. Also nicht falsch verstehen, ich klag auf hohem Niveau. Man kann das alles wunderbar spielen. Ich habe mich mittlerweile auch wieder abgeregt, was meine Signalsachen hier angeht. Ich habe eine Theorie und ich glaube, ich habe die Theorie auch bewiesen, warum dieses Problem entstanden ist mit dieser Zug wartet an dem Signal, obwohl eigentlich alles rot hätte sein müssen. Ich hatte hier keine Vorsignale, sondern normale Signale. Und wenn ein Zug hier reinfährt, dann kann es, glaube ich, sein, dass das Ding... Dass das hier zwar rot anzeigt, aber das hier noch grün oder irgendwie so. Und er fährt dann da rein und dann fährt aber hier einer rein und dann ist das rot und dann ist für beide rot. Deswegen habe ich jetzt hier auch ein Vorsignal draus gemacht auf beiden Seiten. Das heißt, wenn jetzt habe ich gerade keinen Zug da, könnte ich eigentlich mal schnell fahren, laufen lassen. Da müsste doch, da kommt jetzt gleich ein Zug, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Ist ja egal wie rum. Hier ist jetzt gerade alles noch grün. Warte, ich gehe mal eben auf die Signalsteuerung. So, hier ist gerade noch alles wunderbar grün. Und jetzt ist der Moment, wo der Zug in den Bahnhof einfahren möchte. Und dann ist quasi erstmal alles gesperrt, was irgendwie in den Bahnhof rein möchte. Man sieht es hier auch direkt. Dadurch, dass die Vorsignale ja auf quasi zwei Blöcke gucken, also den, der direkt danach kommt und der anschließende, sind die hier rot, weil der Block, andersrum, weil der Block hier ist jetzt belegt, das heißt, das Ding ist rot und das da guckt, ob das nächste Signal rot ist, ist es, also ist es auch rot. Gilt natürlich für beides, weil der fährt hier einmal über eine ziemlich böse Kreuzung und dadurch, dass wir hier auch Vorsignale haben, sind die jetzt auch rot. Das heißt, ich verhindere auch, dass irgendwer jetzt von der Seite in den Bahnhof reinfahren möchte und dann feststellt, geht nicht, ist ja voll. Hat natürlich den Nachteil, dass ich jetzt hier so ein bisschen die Kreuzung mehr blockiere, aber dafür bin ich halt sicher, es dauert nur ein bisschen länger, bis dann wieder jemand freie Fahrt hat, anstatt es ist komplett blockiert und nichts geht mehr. Das nehme ich gerne in Kauf, wenn ich mich dafür nicht alle 5 Minuten hier einmal um die Map kümmern, mich um die Map drehen muss und nachschauen muss, ob nicht doch irgendwo ein Zug steht. Also auch das... Wir sind friebelig. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es so ist wie bei Transport Tycoon, bei denen quasi so ein Gleis in dem Bahnhof eigentlich selbst schon ein Signal hat. Hat es aber offensichtlich nicht. Ein Gleis hier im Bahnhof ist einfach nur ein Gleis. Ich bin aber von dieser anderen Idee ausgegangen und deswegen habe ich das so gebaut, wie ich es gebaut habe. Das spielt hier bei diesen, ich kann nur von einer Seite in den Bahnhof reinfahren, natürlich keine große Rolle, weil... da kann sich's ja nur dahinter stauen und vorne fahren sie irgendwann wieder weg. Genau. Ansonsten, hier ist nichts Neues. Wir haben den Bahnhof. Wir fahren da immer noch Sand in die Wüste. Ich weiß immer noch nicht warum. Habe ich sonst noch irgendwas? Also wie gesagt, ich habe halt hier ein bisschen den Bahnhof ausgebaut, dass da jetzt auch zwei Züge halten können.
Die Kohle habe ich quasi schon hier in dieses. Ich muss mal schön gucken. Doch, ich habe schon einen Zug gebaut, der Kohle anliefert. Habe ich schon gebaut. Tut mir leid, habe ich schon gebaut. Ist es aber auch nicht wahnsinnig spannend. Der holt halt hier Kohle und fährt es nach da hinten. Wow. Ja, ansonsten haben wir hier immer noch bei Texarkana die Steine, die wir noch irgendwie reinschaffen müssten. Und wir haben mittlerweile 2 Millionen auf dem Konto. Achso, ich muss eigentlich meine Kamera machen. Das könnt ihr eigentlich mal schön machen. Ich verschiebe mal eben meine Kamera. Ups, das war nicht die Kamera. So. So gefällt mir schon besser. Jetzt seht ihr nämlich auch, wie viel Kohle wir haben. Ja, das heißt, wir sollten die vielleicht mal ausgeben. Fragt sich nur wo. Also wie gesagt, das ist jetzt gerade alles mal so. Jetzt haben wir auch schon wieder 11 Minuten rum, ohne dass eigentlich was passiert ist. Aber jetzt seid ihr wieder auf dem aktuellen Stand, das ist ja die Hauptsache. So. Ja, also grundsätzlich, achso, nee, ihr seid noch nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Ich habe noch nicht gezeigt, was so erforscht wurde oder im Erforschen ist. Gab es hier nicht irgendwo? Da gab es, nee. Ah, wo war denn das mit der, hier, History. Ich habe, glaube ich, Offline Steel Smelting on Concrete Production von uns erforscht. Oh, ups. Und gerade am Laufen ist, glaube ich, hier, Metal Fabrication ist gerade am Laufen. Könnte ich eigentlich mal wieder loslaufen lassen, denn da muss ich immer abpassen, dass wir auch genug Eisenbarren übrig haben. Tja, und wir sind hier bei 90.000 runter. Es hält noch eine Weile, aber es wird so langsam knapp. Ach, Moment, und es gab noch was Neues. Ich habe Hawaii wollte Sand und ich habe dann hier einen kleinen Sand-Zwischenposten, Zwischendepot-Posten gebaut und schiff jetzt halt hier auch noch Sand an. Ich sage immer anschiffen, ich sollte was anderes dazu sagen. Ich transportiere hier als auch noch Sand. Ganz, ganz schönes Deutsch. Ja, hier wird es so langsam ein bisschen unübersichtlich mit den ganzen Dingern. Den ganzen Laderampen. So, und theoretisch bräuchten wir hier eigentlich schon mal, schadet ja nichts, wenn wir sowas haben, ein Warenhaus, das man ein Lagerhaus nennt, in dem Steinblöcke aufbewahrt werden. Ne, Steinziegel, sorry. Steinblöcke, Steinziegel ist alles das gleiche. So, Factories. Wir brauchen lustigerweise einen Crusher, um aus einem Steinblock Steinziegel zu machen. Aber nun gut. So, ich mach das mal einfach ganz frech hier so. Du machst aus einem Steinblock zwei Steinziegel. Und dann machen wir das so und knapsen hier was ab und fertig ist die Laube. Passt das jetzt? Ich glaube, das passt. Die ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, es funktioniert. Wir gucken mal. Ich verstehe nicht, warum dieser Crusher zwei Ausgänge hat, aber gut. Ah, und hier ist komischerweise das Fließband falsch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das hier der Eingang und das hier die Ausgänge sind. Ich meine, so funktioniert's. Oder ob das hier die Eingänge wären und das hier der Ausgang. Ich habe keine Ahnung, ob man es auch andersrum bauen könnte. Bei den anderen Fabriken hier, Circular Saw, Alloy Smelter, da ist es eigentlich völlig wurscht wie rum. Ich vermute mal, dass das hier zum Beispiel bei dem Glass Furnace oder bei einem Concrete Mixer, ich weiß, oder bei dem Carpentry, dass das Fabriken sind, die mehr als eine Eingangszutat sozusagen brauchen. Und da würde es dann Sinn machen, dass man das hier als Eingänge nimmt. Aber es funktioniert offensichtlich auch andersrum, also pff. Was soll's. Ich schau mal schnell. Wir haben hier, glaube ich, nichts mehr zu erforschen, was
Stein braucht. Wir haben hier zur Erforschung brauchen wir Stahl, da brauchen wir Stahl, da brauchen wir Eisenbarren und Kupferkabel, da brauchen wir Eisenbarren und da brauchen wir, was ist das hier? Glasplatten und Holzplanken. Können wir also gerade alles nicht so wirklich bauen, erforschen. Was ich aber schon mal machen könnte, wäre, weil wir ja gerade hier ganz unmotiviert das Kupfererz nur so rumliegen haben. Man könnte sich vorstellen, dass man das jetzt mal eben zwischenparkt. Nee, anders. Hä? Wait. Wait. Die haben tatsächlich... Die Eisen- und die Kohlemine sehen jetzt anders aus. Okay, das ist noch Standard. Vor allem, die sind auch viel größer. Also man sieht noch hier im Inneren, der Förderturm ist quasi noch der von der alten Version. Aber es gibt jetzt ein richtiges Gebäude drumherum. Zum Glück haben die hier das nicht so geupdatet, was schon besteht. Das wäre sonst ein bisschen unpraktisch. Dann würden die hier ineinander keilen, sich ineinander keilen. Mensch. Ich kann heute auch nicht mehr richtig reden. Wobei, ich wollte eigentlich auch nur geschwind eine Update-Folge machen. Und dann wieder ordentlich aufnehmen. Beziehungsweise im Stream aufnehmen, ich weiß auch nicht so genau. Genau, aber was ich eigentlich machen wollte, ist, ich wollte hier eigentlich... ich kann, glaube ich, das Kupfererz nicht einschmelzen ohne Kohle. Pass mal auf, wir haben 2 Millionen, ich baue das mal eben. Gleiches Spiel wie beim Eisen. Ich brauche 1 Kohle zusätzlich pro 5er packen Kupferbalken. Kupferbarren. Balken. Ja, jetzt ist Kohle hier auch nicht gerade der nächste Punkt. Da unten ist Kohle. Ich meine, klar, ich könnte theoretisch Kohle nach da oben transportieren, aber da. Da ist der Zug ein bisschen unterwegs. Hätten wir hier zufällig Eisen, Sand, Eisen, Kupfer. Okay, wir haben auch nicht zufällig... Wir haben hier auch nirgendwo zufällig Kohle. Da haben wir Stein, da hätten wir Kohle. Ist jetzt aber auch nicht wirklich viel näher. Da hätten wir nochmal. Hier ist überall Eisenerz. Da haben wir Kupfer. Was hätten wir da? Auch nochmal Eisenerz, Leute. Was haben wir da? Kupfer. Also das hier scheinen irgendwie die Erzberge zu sein. Was hätten wir hier? Auch nochmal Kupfer. Holz. Holz werden wir wahrscheinlich... Oh, da haben wir Kohle. Ja gut, ob jetzt von da Kohle oder von da Kohle, ist jetzt auch für uns egal. Nein, wir könnten prinzipiell natürlich auch das Kupfer nach unten bringen, wo die Kohle ist, aber ob ich jetzt das eine nach oben oder das obere nach unten bringe, ist jetzt auch für uns egal. Dann würde ich sagen, machen wir doch einfach hier noch schnell... Komm, machen wir das doch mal. Jetzt habe ich das da so völlig unmotiviert reinplatziert, das ist vielleicht ein bisschen doof gewesen. Also nachdem ich ja jetzt Geld wie Sand am Meer habe, kann man ja hier auch ein bisschen großzügiger werden, was das An- und Aufschütten von Land angeht. Nichtsdestotrotz, wenn ich hier Kohle anliefere, muss die Kohle ja auch irgendwie dann zur Weiterverarbeitung kommen. Ich weiß nicht, warum ich das gerade mache, aber irgendwie
habe ich den Eindruck, dass das dann hier besser ist mit dem Bauen von den entsprechenden Förderminen. Die Kupferminen haben sie auch. Nee, nur Kohle und Eisen. Okay. Na gut. Sorry, ist es gerade etwas durcheinander. Ich überlege zu viele Sachen gleichzeitig. Also, wenn wir Kohle anliefern, brauchen wir natürlich ein Warenlagerhaus hier oben. Da unten haben wir Kupfer. Kupfer könnten wir eigentlich auch zwischenlagern. Obwohl ich eigentlich das Kupfer gerne direkt weiterverarbeiten würde. Ich weiß nicht, ob wir aus Kupfer später noch was anderes machen müssen wie Eisenbarren. Es ist gerade bei der Aufnahme Freitagabend. Ich hatte eine anstrengende Woche hinter mir. Also eine Arbeitswoche hinter mir. Ich bin schon etwas durch und brauche eigentlich Wochenende. Entschuldigt, falls ich unbemerkt irgendeinen Schwachsinn rede. Den habe ich ja gerade wenigstens bemerkt. Also, Eisenerz brauchen wir, glaube ich, nur... Es wird nicht besser. Kupfererz. Kupfererz brauchen wir nur, um Kupferbarren herzustellen. Glaube ich. Ich wüsste zumindest nicht, was man sonst aus Kupfererz machen sollte. So. Holla, die Waldfee. So, jetzt will ich aber auf jeden Fall den Flecken hier, wo die Kupferminen sind, möglichst auch so belassen. Also möchte ich ganz gerne, dass die Kupferbarren irgendwo anders herstellen. Und ich meine, hier haben wir doch eigentlich genug Platz. Wir könnten das ja auch so ein bisschen hier per Förderband da hinwegbringen und dann meinetwegen wieder irgendwo hinbringen. Ich weiß halt nicht, wie weit ich jetzt hier noch meine... Eigentlich würde ich wahrscheinlich eher nach da ausbauen. Dann bauen wir doch hier mal die... Machen wir mal so. Da darf Kohle angeliefert werden. Und... Dann eine Minimap wäre übrigens auch super. Ich verlaufe mich nämlich mittlerweile hier schon. Also, jetzt kaufen wir uns nochmal eben ein Zügchen. Wir können theoretisch aus einem so einem Anhänger mit, weiß ich nicht, 23 Kohle, können wir ja theoretisch 23 mal 5 Eisenbarren herstellen. Da sollte doch eigentlich erstmal ein Anhänger reichen. Und theoretisch brauchen wir da auch keine superschnelle Lok. Also ich hätte es tatsächlich so gemacht. Erstmal können wir immer noch gucken. Du sollst auf jeden Fall hier dich mal voll beladen. Und dann sollst du da hoch und sollst ausladen. Wie sich das für einen fetten Zug gehört, ist der ausladend. So, und dann klauen wir uns hier die Kohle. Genauso wie wir uns hier das Kupfererz klauen. Kann es sein, dass es jetzt aber schon die Größe von der späteren Fläche hat? Oder war das schon immer so groß? Ich bin etwas überfragt, aber okay. Dann haben wir da jetzt Kohle und Kupfer. Nicht Eisen, sondern Kupfer. Und das schmelzen wir dann doch jetzt mal ein. Zwar möglichst sinnvoll irgendwie, dass man hier so eine Reihe bauen könnte, oder ne, ich glaube, ich baue die Reihe der Schmelzöfen lieber in die Richtung. Dann machen wir es doch so, von oben kommt immer Kupfer, von unten kommt immer Kohle und zur Seite bringen wir dann die fertigen Kupferbarren weg. So, wir brauchen das jetzt auch nicht verkünsteln erstmal. Das ist schon alles so... Ne, da ist... Guck mal, da ist so ein kleiner Fitzelchen da. Wegen sowas funktioniert es dann nachher wieder nicht. So, und weil wir es ja haben, baue ich hier gleich noch ein zweites, um zu demonstrieren, wie ich mir das so vorgestellt habe. Und zwar genau so. So. Jetzt ist die Frage, wohin liefern wir die Kupferbarren? Die würde ich einfach direkt... dahin liefern. So, hier, zack, Kupferbarren.
Ach so, ich habe gar nicht überlegt, vielleicht bräuchten Städte Kupfererz, aber weiß ich nicht, ich glaube, das macht irgendwie keinen Sinn. Wobei, warum wollen Städte Eisenerz? Das macht eigentlich auch keinen Sinn. So, und dann hätte ich gesagt, wir gehen hier quasi eins tiefer. Eins tiefer, und das müssen wir hier ein bisschen nachhelfen. Das ist dann jetzt hier sozusagen unsere... unser Ausliefer... Huch. Nein, ich will doch nicht noch eins tiefer. So. Zack. Zack. Jo, und jetzt brauchen wir hier noch... So. Passt. Also so nach dem Prinzip, und dann kann man das jetzt hier immer weiter nach rechts weiterbauen. So. Und wir sind bei 26 Minuten. Mist. Wird eine längere Folge, glaube ich. Man könnte jetzt die Kupferbarren nehmen und könnte die eigentlich zu Kupferkabel schon umbasteln. Oder kommt der erste? Da kommt die erste Ladung Kohle. Ich habe nur keine Ahnung, wie man Kupferkabel macht. Brauche ich dafür ein Carpentry oder sowas? Ich weiß es doch auch nicht. Ach, der hat schon abgeladen. Ach ja, stimmt. Da fluddelt ja schon die Kohle rum. Huch. Sehe ich irgendwie... Copper Smelting. Oh, ich muss Electronics Production erst erforschen. Copper Wire Reset. Ich glaube... Ja, wir brauchen die Presse dafür. Die haben wir noch nicht, weil das müssen wir erst noch erforschen. Gut, dann haben wir das aber, dann können wir hier nicht weitermachen an der Stelle. Dann schaue ich nochmal eben, wie weit unser Äumelchen hier ist. Der ist bei 28 von 55, also quasi gerade über die Hälfte. Aber wir leiden jetzt hier gerade darunter, wieder zu wenig Eisenbarren zu haben. Also werde ich den... jetzt ausschalten und lass hier erstmal wieder das Waren, das Lagerhaus sich füllen. Ist halt echt unglaublich, was das hier an Eisenbarren frisst. Wir müssten hier theoretisch nochmal erweitern. Wobei, so wie es aussieht, könnten wir das theoretisch auch, weil hier staut sich's ja noch. Das mache ich noch schnell und... Ja. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder, aber das sage ich dann erst, wenn wir soweit sind. Wie rum habe ich das immer geplant? Ach, weil der falsch ist. Ich hätte den... Der steht gerade so, ich hätte den so bauen müssen. Wie doof bin ich eigentlich? So. Das... Und dann können wir gleich noch den nächsten bauen. Jetzt reicht der Platz natürlich nicht. Herrlich. So und so und ich mach mal. Nee, ich mach keine Pause rein. Kohle, 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 Kohle kommt jetzt von hier wieder. Und Eisenerz kommt von hier.
Und die fertigen Klumpen, die gehen nach da. Und jetzt müssen wir hier nochmal schön sortieren. So rum. So rum. So rum. Und das passt schon. So, kurzer Testlauf. Tut, tut, läuft durch. Hervorragend. So, hätten wir das auch. Dann trommel ich auf meinem Schreibtisch rum und würde sagen, war's das auch schon wieder für diese Folge. Na schon, ist gut, sind jetzt 30 Minuten. Bisschen extra Large-Folge. Und beim nächsten Mal, ja, müssen wir mal gucken. Also wie gesagt, hier Eisen 90.000 ist ein bisschen wenig. Ah, da fehlt schon wieder. Da müsste ich eigentlich auch mal wieder mehr Kohle ran schaffen. Schwierig. Genau, dann wollen wir eigentlich ja hier Texarkana noch mit Stein versorgen. Das ist übrigens, wo das ist pleite gegangen, wo ich offline gespielt habe, hat sie aber gleich wieder neue Steine hingesetzt. Offensichtlich wollen die da unbedingt Stein haben, dann sollen sie ihren Stein kriegen. Und dann müssten wir eigentlich mal gucken, ob ich jetzt hier diese Eisenerzmine anpicke oder vielleicht... Nee, da nicht. Hier, guck mal, das wären 340.000. Ist halt ein bisschen weit entfernt, aber dafür hätten wir da erstmal für eine Weile Ruhe. Und wir brauchen zumindest sehr viel an Eisenerz, wenn wir dann Stahl produzieren wollen. Es wäre halt cool zu sehen, was dahinter noch kommt. Kann man da nicht so ein bisschen hier... Oh, noch mehr Eisenerz. Kupfer. Ich bräuchte hier oben halt Kohle. Wenn ich hier diese ganzen Eisenerzdinger da habe. Stein. Was haben wir da oben noch? Da haben wir Kohle. Sehr schön. Das heißt, man müsste sich nur irgendwie hier einmal so durchpuppeln. Quasi einmal das für 1,7 Millionen kaufen und dann das für 2,7 Millionen kaufen. Klar, man hat's ja. Was sind das da eigentlich? Advanced Woodframe. Sieht aus wie ein Beet mit Umrandung. Naja, egal. Ich wollte mich ja eigentlich verabschieden. Gucken wir alles beim nächsten Mal, wenn ihr dann noch dabei seid. Ich würde es mir wünschen und mich freuen. Ja, und ansonsten, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, tschüss.